Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, der Dachofen geht ja wirklich 365 Tage im Jahr und deswegen auch bei diesen sonnigen Temperaturen. Und was wollen wir heute drin machen? Ein Gyros-Schichtfleisch. Marco hat das gemacht, der zeigt euch jetzt, wie es funktioniert hat. Viel Spaß. Auf unserem großen Brett befinden sich jetzt die Zutaten, welche wir für unser Gyros-Schichtfleisch, Gyros-Schichtbraten, mal sehen, was draus wird, benötigen. Hier hinten haben wir schon vorgewürzten Schweinenacken oder Schweinenackensteaks. Wie ich das gemacht habe oder was ich mit dem Fleisch gemacht habe, seht ihr gleich im Anschluss nach der Vorstellung. Des Weiteren habe ich hier schon Gemüsezwiebeln in schöne dicke Scheibchen geschnitten. Und hinten auf dem Teller befindet sich noch Feta-Käse, gute Butter und Krautsalat. Das ist fertiger Krautsalat mit Sahne vermischt. Und für die trockene Kehle heute nochmal in Gedenken an die letzten zwei Monate nochmal eine dunkle Winterpflaume. Ja, herzlich willkommen im Gestern. Auf dem Brett seht ihr jetzt die zwei Zutaten, welche wir an unserem Vorbereitungstag brauchen. Und zwar haben wir hier Schweinenacken, das ist vom linkselbischen Weinhang Weideschwein. Und würzen werden wir das Ganze mit unserem wirklich sehr leckeren, ausgewogenen Gyros-Gewürz. Der nächste Schritt ist, aus diesem Stück erst einmal schöne, dünne Steaks zu schneiden. Und das machen wir wie folgt. Wir nehmen hier unser Stück von unserem glücklichen Weinhangschwein und machen so, ich sag mal so, hoffentlich kann man das sehen, so 1,5 cm breite Scheibchen. Die schneiden wir uns hier runter und genau, so sollte das dann aussehen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Ich mache das erstmal fertig. So, der Nacken ist geschnitten und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum vorerst letzten Schritt für heute. Nehmen wir hier unsere Gyros-Gewürzmischung und würzen unser Fleisch von beiden Seiten. Wir müssen es ja nicht übertreiben, nur etwas, weil die Würzmischung ist richtig geil abgestimmt hier und da muss man nicht wie manch andere dann hier das Fleisch mit 1 mm dicker Gewürzschicht bedecken, denn das hat ja unterm Strich auch nicht unbedingt den gewünschten Erfolg oder Sinn einer Würzung. Also hier, wie gesagt, von den Grundgewürzen her ist das schon eine Gewürzmischung, die selbst in den geringsten Mengen schon ihr schönes Aroma entfaltet und ans Fleisch abgibt. Das Fleisch ist jetzt von beiden Seiten gewürzt und hat Platz genommen in einer aus Plastemüll recycelten Schüssel. Das wird noch abgedeckt, kommt jetzt in den Kühlschrank. Und ja, ich weiß, hier scheiden sich immer die Geister. Man kann auch Schichtfleisch oder solche Sachen vorher würzen. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir sind, wie ihr uns kennt, Freunde davon, dass einfach sich die Zeit zu nehmen, am Vortag vorzubereiten. Und somit können die kompletten Aromen miteinander verschmelzen. Und man hat natürlich noch am Zubereitungstag nicht mehr so viel Stress. Und natürlich die kompletten Zutaten, ja, das seht ihr dann wieder morgen. Ich hatte ja gesagt, wir machen das Ganze im Dutch Oven. Hier habe ich den kleinen von El Fuego. Der müsste die Größe vom FT4,5 ungefähr haben, von der bekannten Germany-Marke. Ich denke mal, wer Schichtfleisch kennt, wird jetzt wissen, was kommt. Hier haben wir unsere Zwiebelscheiben. Damit legen wir erstmal unseren Boden des Dutch Ovens aus. Schön grob. Die Zwiebeln sorgen dafür, dass unser Fleisch nicht anbrennt und des Weiteren natürlich für schönen Saft, der sich dann hier im Dutch beim Zubereiten bilden soll. Ja, und genauso auch die Wände etwas auskleiden mit den Zwiebelscheiben und dann kommt auch schon unser schönes durchgezogenes Nackenfleisch hinein. Das richtig schön hier reinschichten. Zwischendurch mal noch einen Zwiebelring und weiter schichten. Ich mache das jetzt erstmal fertig und soweit ist jetzt die Zwiebel und unser Fleisch vorbereitet und jetzt kommen wir zum wichtigsten Bestandteil. Zu unseren Butterflöckchen.
Und die verteilen wir hier. Das ist natürlich ungünstig, wenn das hier so warm ist. Die verteilen wir einfach hier auf unserem Fleisch etwas, so dass sie sich dann beim Schmelzen mit der entstandenen Brühe, mit der Flüssigkeit schön verbinden kann. Und jeder weiß ja, Butter ist Geschmacksträger. So sieht jetzt unser Gyros-Schichtfleisch aus. Das Ganze wird jetzt abgedeckelt und jetzt wird eine schöne indirekte Zone auf unserer Feuerschale hergestellt und dann kann das ganz in Ruhe schmoren. Und was wir aus den restlichen Zutaten machen, das seht ihr natürlich auch noch etwas später. So, ja, wie ihr wisst, Improvisation ist alles. Und zwar habe ich hier die große Feuerschale angeworfen. Hier vorne mit Hilfe eines Ziegels habe ich den Dutch Oven, ich sehe gerade, den muss ich noch etwas gerade rücken, hingestellt. Und hier hinten befindet sich die Zone, wo ich mir quasi meine Glut zubereite. Immer wieder schön Holz auflegen und so kann ich hier mit der Glut arbeiten. Ich habe hier ringsherum etwas Platz gemacht in den Dutch Oven und schiebe mir dann immer die Glut so hin, wie ich sie brauche, wie ich sie benötige. Aber die Strahlungshitze jetzt von dem Feuer sollte erstmal so zulangen. Ja, wie ihr seht, habe ich etwas umgerüstet, habe jetzt den Dutch Oven von dem Stein weggenommen. Und der befindet sich jetzt hier auf unserem Stahlstangengestell. Was wir jetzt noch machen müssen, ist unsere Mischung. Ich denke mal, 2/3 sind jetzt rum von der Zeit. Und jetzt habe ich hier unsere Mischung aus dem Krautsalat und dem Feta-Käse gemacht. Und die geben wir hier einfach oben auf, sodass das alles noch etwas schmelzen kann und sich noch mit der Flüssigkeit verbinden kann. So, sieht's aus. Deckel wieder drauf. Und ich denke mal noch mal so 30 Minuten schmoren und dann ist schon wieder die Zeit des Verkostens. So, ich denke mal, wir sind mit unserem Gyros-Schichtfleisch am Ziel. Unsere schöne Feta-Mischung ist auch schön überbacken. Es beginnt noch schön oder es brodelt noch richtig schön. Das Fleisch ist schön zart und jetzt denke ich mal, werden wir es bloß noch rausholen und verkosten. So, ihr habt es gesehen im FT, wie es aussah zum Schluss. Und jetzt seht ihr uns zwei Hübschen das verkosten. Also das Fleisch ist total zart, das zerfällt. Mm. Ja, absolut. Ich hatte schon zum André gesagt, schade, dass wir nicht die Kamera anhatten, wo wir das rausgeholt haben. Aber auch unsere Gyros-Gewürzmischung passt für uns ja definitiv sensationell. Mm, genau, auch der Käse oben drüber, wunderbar. Der gibt einen schönen Geschmack mit ans Fleisch ab. Ich finde, runde Sache. Ihr seht ja einfach, also man braucht keinen Schnickschnack. Zwiebel, Fleisch, die beste Gyros-Gewürzmischung, die es gibt. Wenn ihr Interesse haben solltet, seht ihr unten unter dem Video einen Link dazu. Krautfeta, absolut nach Griechenland versetzt, würde ich sagen. Genau. Ja, bleibt wieder bloß übrig zu sagen. Zum Nachmachen empfohlen, auf jeden Fall. Oh ja. Und probiert es mal aus. Da könnt ihr auch mal mit uns drüber philosophieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr für die Sachsen-Griller. Ja, und dann seht ihr uns dann schon wieder. Bis dahin sagt der Marco und der André. Ciao, ciao. Ciao.